Herzlich willkommen bei BFC TV. Das Heimspiel gegen die VSG Altlinike steht auf dem Programm. Und was liegt da näher, als Neuzugang von der VSG Altlinike Tugay Ujan vorzustellen? Herzlich willkommen, Tugay. Ja, schönen guten Tag. Deine Laufbahn betrachten wir mal kurz. Dirk Kunert scheint dabei eine wichtige Rolle zu spielen. In der Schule hattest du ihn als Sportlehrer bzw. Verantwortlichen für die Schulmannschaft in der Pölschauer Oberschule. Beim VfL Wolfsburg hast du mit ihm den deutschen Meistertitel der A-Jugend klar gemacht und jetzt hast du ihn als Cheftrainer. Wie hat sich der Trainer in den Jahren entwickelt? Ja, also erstmal richtig, ich hatte ihn in der Schule, zwar nicht regelmäßig, aber er war dann halt ab und zu auch als Vertretungslehrer mal da. Und genau, hauptsächlich hatte ich ihn halt in der Wolfsburg-Zeit. Und ja, am Ende wurden wir halt deutscher Meister. Und dasselbe wollen wir halt natürlich auch hier, nur dass wir halt aufsteigen wollen. Ne? Ja, deutscher Meister kann ja irgendwann mal kommen. Aber wir feiern ja auch schon den Europapokal und uns selbst, deswegen also sehe ich das völlig unkritisch. Ist ja zusätzliche Motivation. Wenn man jetzt so in dem Werdegang, geht der Trainer an der Stelle mit einem ein Stück weit anders um? Weil man ja ihn schon kennt, wo er einen als Lehrer betreut hat, dann nochmal, ich sag mal, als ja, Spätjugendlichen und dann jetzt halt als erwachsener Mann. Nee, also er geht eigentlich mit jedem gleich um, das muss man auch ganz klar sagen. Da gibt es jetzt nicht so eine Extrawurst, wie man so gerne sagt, sondern wie gesagt, man wird halt gleich behandelt wie jeder andere auch hier. Und klar gibt es dann halt mal Witze, die man auch schon von früher kennt und die man dann halt wieder mal rausholt. Aber ja, das denke ich mal auch ganz normal und ab und zu die Jokes gönne auch dazu, ne? Ja, du bist immer ein freundlicher Mensch. Ich habe bis dato eigentlich dich nie irgendwie mal traurig gesehen. Immer ein Lachen auf dem Gesicht. Und selbst wenn man so Mannschaftsfotos, Autogrammkarten sich anguckt, eigentlich sehe ich immer einen lachenden Tugay Ujan. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich überall lache, weil normalerweise mache ich bei den Spielerbildern, gucke ich eigentlich immer böse, damit halt, man sagt ja immer, der erste Eindruck vom Gegner sozusagen sollte halt immer schon aggressiv sein, damit man dann auch weiß, okay, mit dem auf dem Spielfeld ist nicht zu scherzen. Ja, aber ansonsten bin ich eigentlich schon ein recht fröhlicher Mensch, versuche halt viel zu lachen, halt auch meine Mitmenschen mitzuziehen. Ja, was bleibt einem übrig, außer zu lachen im Leben, oder? Ja, lachen, obwohl es dir vielleicht nicht danach zumute war. Du warst vor kurzem verletzungsbedingt ausgefallen, unter anderem ein schwerer Bandscheibenvorfall. Was ist genau passiert und wann kehrst du zurück aufs Spielfeld? Ja, also leider ist es nicht nur ein Bandscheibenvorfall. Also ich habe auch eine Spinalkanalstenose. Das ist eine Einengung des Wirbelkanals. Das ist eigentlich viel komplizierter. Wenn es halt nur bei der Bandscheibe gewesen wäre, wäre das eigentlich noch okay, sage ich mal. Weil dann wäre ich eigentlich so gut wie jetzt in der Zeit eigentlich zurück auf dem Platz. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt langsam angefangen mit Kräftigungsübungen und das Ganze, Physiotherapie halt regelmäßig. Und ja, das Ganze hat leider im Dezember, Ende Dezember angefangen. Und zieht sich halt bis heute noch. Ja, es dauert halt. Und muss man Geduld haben, habe ich gelernt, gerade beim Bandscheibenvorfall. Physio ist ja da sehr, sehr wichtig. Andere nehmen halt Spritzenkur oder sogar im Ernstfall eine OP auf sich. Aber du versuchst es demnach halt auf der konventionellen Art erstmal mit Physiotherapie, oder? Das ist richtig, das ist korrekt. Also ich habe es bis heute noch versucht, oder ich versuche es jetzt immer noch. Am 27.03. habe ich meinen nächsten Arzttermin. Und da ist eigentlich der Tag, wo wir dann mit dem Arzt dann entscheiden, ob ich eventuell doch eine OP machen muss. Mhm. Oder ob die Tabletten und das ganze Physiotherapie, was ich bis heute gemacht habe, wirklich geholfen hat und was gebracht hat. Mhm. Stand jetzt sieht das so aus. Klopfen wir dreimal aufs Holz. sieht es erstmal gut aus. Und wie gesagt, ich habe jetzt die Woche oder letzte Woche eigentlich schon angefangen. Ja, du bist bekennender Moslem. Meine Frage, es ist ja Ramadan-Zeit. Wie geht man als Leistungssportler damit um? Tagsüber ist ja Training. Und soweit ich weiß, darfst du ja in der Zeit weder essen noch trinken. Wie regelt man das so für sich selbst, dass man also gerade, wenn man vielleicht zweimal Training hat, dann überhaupt über den Tag kommt? Ja, also ich denke mal, also jeder, der, glaube ich, fastet,
weiß, was ich jetzt sage. Und zwar die ersten, ich sag mal, 1 bis maximal 5 Tage sind vielleicht die schwierigsten. Danach gewöhnt sich der Körper einfach dran. Dann dürfte man eigentlich keine so großen Probleme mehr haben. Ja, ich persönlich finde jetzt einfach, dass auch Sport, sage ich mal, in der Zeit mich einfach ablenkt. Und ich auch gar nicht an Essen oder Trinken denke, sondern halt wirklich halt meinen Glauben fabriziere und mich dann sozusagen, wo dann die Gebetszeiten nicht sind und wir Training haben als Beispiel, ich mich damit ablenke. Mhm. Frage, du hast beim SC Siemensstadt angefangen mit deinem Fußballleben. War es auch Ablenkung von der Schule oder weil vielleicht in der Nachbarschaft du halt lieber sonst die Scheiben zerschossen hättest? Ja, also angefangen halt bei Siemensstadt, das ist richtig. Ich denke mal, also ich war als Kleinkind schon immer interessiert für den Ball und bin eigentlich auch so gut wie auf der Straße auch groß geworden, das ist richtig, ja. Ja, dann tatsächlich ist Hertha BSC auf dich aufmerksam geworden und dann warst du 8 Jahre bei Hertha BSC in der Akademie. Wie ist es dazu gekommen? Wir hatten ein Spiel gegen Hertha BSC, das war die Minis-Zeit, also noch wirklich am Anfang. Und da bin ich halt aufgefallen, da war ich halt wirklich der beste Mann auf dem Platz. Und dann hat Hertha direkt meinen Vater kontaktiert und gesagt, ja, wir wollen den Jungen haben. Und ich musste auch kein Probetraining oder sonstiges machen, sondern war doch direkt bei der Hertha-Mannschaft drin. So, da warst du dann 8 Jahre insgesamt? Bist dann aber dann über, sag mal, Türkgenspor, Tennis Borussia, Hertha Zehlendorf nach Wolfsburg gekommen. Eigentlich ist es ja meistens so, dass wenn man im Jugendbereich häufig wechselt, dass es ja eigentlich schon so mal so ein Indikator ist, Ende der Karriere. Wie kam es aber dazu, dass du dann tatsächlich ja, in einer Mannschaft landest, die dann in der U19 deutscher Meister wird? Ja, also ich muss sagen, ich wäre normalerweise schon viel früher bei Wolfsburg gelandet, nur habe ich mich damals auch schwer verletzt. Das war sogar beim Duisburg-Lehrgang, also hier mit der Berliner Auswahl. Da habe ich gegen eine Scheibe getreten. Also wir haben Blinde Kuh gespielt. Und bei uns lief Blinde Kuh das Spiel ein bisschen anders ab. Und ja, und dann habe ich gegen eine Scheibe getreten. Und musste dann so mit, also meine komplette Hacke war leider ab und ich musste genäht werden, war im Krankenhaus und das Ganze hat dann auch 6 Monate gedauert und somit hat Wolfsburg dann gesagt, okay, werd du erstmal wieder fit und wir beobachten dich dann weiter und ja, letztendlich kam ich dann 2 Jahre später wieder zu Wolfsburg. Klingt jedenfalls interessant und soll ja auch schon in der einen oder anderen Profilaufbahn tatsächlich ja Ähnliches passiert sein, wo man dann halt aus so einem dusseligen Vorfall dann quasi seine Lehren zieht und dann vielleicht halt ein großes Turnier verpasst. Ja, richtig, genau. Und nochmal eine Sache, wegen den ganzen Mannschaften, die ich halt gewechselt habe, das war halt, weil ich schon immer in der U17 und U19 Bundesliga spielen wollte und das hat dann letztendlich auch so geklappt. Also mein Werdegang war jetzt eigentlich, oder der ganze Wechsel war auch eigentlich nur da, deswegen, weil ich halt TB war in der U17 in der Bundesliga und Hertha Zehlendorf war in der U19 in der Bundesliga und genau dadurch kam dann der ganze Wechsel zustande. So, und von Wolfsburg hast du dann tatsächlich den Sprung in den Profibereich geschafft? Hast deinen Profivertrag unterschrieben und hast hauptsächlich danach in der Regionalliga gespielt. Im Südosten der Stadt, habe ich gehört. Ach so, ja, bei Union, nicht bei Wolfsburg, genau. Bei Union habe ich, richtig, bei der U23 gespielt damals noch. Und ja, gut. Was soll ich so großartig darüber erzählen? Na, müssen wir ja nicht näher ins Detail gehen. Deine nächste Station war Erfurt. Mit Erfurt spielst du dann tatsächlich irgendwann auch dritte Liga. Und nach Erfurt kommt die Station VSG Altlinicke. Daher schließt sich ja für dich mit dem Spiel gegen die VSG auch so ein Stück weit den Kreis. Der Kreis, ja, wie geht man dann in so ein Spiel ran, wenn man vielleicht auf der anderen Seite halt noch so ein paar Kumpels hat, die dann da selber spielen, beziehungsweise, ja, wenn man halt gegen seinen alten Feind spielt. Wie gehst du damit um? Ja, also ich würde eigentlich das genauso angehen wie jedes weitere Spiel, also jedes andere Spiel. Und das Einzige ist einfach nur, dass man sich vorm Spiel dann halt mit mehreren Leuten dann halt ein bisschen mehr austauscht und quatscht halt. Aber dann, sobald halt man auf dem Platz ist und das Spiel angepfiffen wird, dann ja, gibt es keine Freundschaft, sondern nur Feuer, Feuer, Feuer. Heißt, es gibt dann also so die Frotzeleien im Vorfeld, so ich spiele dir mal einen Tunnel oder so? Ja, das gibt es in der Tat. Vor allem Tojay Djergi, der macht das ja auch gerne, der schreibt dann auch immer so, dich tunnel ich oder okay. Sonstiges, genau.
Okay, also da die typischen Frotzeleien, die man hat unter Fußballern. Und ja, dann hoffen wir aber, dass das dann natürlich nicht passiert. Dass der Weser dich schwindelig spielen, Knoten in die Beine noch halt, du getunnelt wirst. Aber kommen wir trotzdem mal zu so dem Vergleich. Du hast ja jetzt bei diversen Vereinen gespielt. Wie ist der Unterschied zwischen der dritten Liga, wo du mit Erfurt gespielt hast, dann bei der VSG Altlinike, bei einem ambitionierten Regionalligisten und jetzt bei unserem BFC? Was jetzt der Vergleich ist? Ja, so einfach so von der Atmosphäre, von der Art des Vereins, wie du den Verein wahrnimmst und vor allen Dingen auch so die körperlichen Unterschiede zwischen den einzelnen Spielklassen. Ja, also ich muss erstmal sagen, Altlinike, ja, da kann ich jetzt nicht großartig zu den Fans, sage ich mal jetzt, sagen. Aber ja, was hier also für eine Stimmung ist, ich habe ja auch schon am Anfang gesagt, bevor ich halt hierher kam, habe ich auch schon direkt gesagt, oder auch die ganzen Spiele, die ich halt hier spielen durfte, halt in dem Stadion, es war halt ein Hexenkessel. Also die ganzen Fans, ist wirklich, das ist Drittligareif, das muss man ganz klar sagen. Ich denke, wenn man dann auch ein besseres Stadion hat, also ein ausgebautes Stadion hat, werden dann auch viel, viel mehr Leute kommen, da bin ich mir auch zu 100% sicher. Und dann wird die Stimmung noch mehr eskalieren. Zu Erfurt kann ich auch nur sagen, also das waren wirklich, also Erfurt sage ich auch ganz ehrlich, die habe ich halt immer in meinem Herzen. Das weiß auch eigentlich auch jeder, der mich kennt. Und da war die Stimmung einfach nur, ja, da hatte ich halt immer Gänsehaut, sage ich ehrlich, was da halt immer vorgefallen ist und alles Mögliche, war einfach nur klasse. Und genau, an sich dann die dritte Liga im Vergleich mit der vierten Liga, sage ich ganz ehrlich, vom Spielstil her gibt es keine großen Unterschiede. Das Einzige, was halt wirklich halt so, wo man sagen kann, Unterschied, sind einfach nur die Namen der Vereine und halt natürlich die Fanbase, also die Stimmung halt im Stadion allgemein. Und natürlich hast du dann nochmal zwei, drei Mannschaften, die dann herausstechen, halt, die ja dann wirklich auch bundesligareif sind normalerweise, wo man dann eigentlich normalerweise auch nicht so die Chance hat, so. Ja, das ist eigentlich nur der einzige Unterschied, aber vom Spielstil her ist es eigentlich auch nur dasselbe, also kämpfen, vielleicht taktisch nur ein bisschen besser, jetzt aber auch nicht halt große Unterschiede, ja, also sieht man glaube ich auch in der dritten Liga, da ist es auch immer andauernd eng, ne? Ja, die wichtigste Frage, die ich immer so finde, ist, wann spielst du Fußball am liebsten? Freitagabend, Flutlicht oder halt lieber am Samstag oder Sonntag dann zur Mittagszeit? Freitagabend, definitiv. Ich bin Freitagabend, Abendspiel, Flutlicht, was gibt's Geileres? Ja, leider können wir gegen Altlinike nicht damit dienen. Wir spielen nämlich samstags 13 Uhr, kommt ins Stadion. Wir brauchen euch zum Spiel gegen die VSG Altlinike. Sichert euch eure Tickets am besten im Vorverkauf. Wir sehen uns bis dahin und zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.